Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Shadow of the Erdtree in Elden Ring. Letztes Mal bin ich hier durch diesen, ich muss es so sagen, scheiß Wald durchgelaufen mit den schlimmsten Gegner in ganz From Software. Bei Demon's Souls angefangen, bei Elden Ring geendet. Es gibt nichts Schlimmeres bisher. Die können mich einfach one-hitten. Und ja, mal gucken, was in dieser Burg mich hier erwartet. Seid willkommen, oh ungeladener Gast. Doch ich muss euch warnen, bevor ihr eintritt, folgt den Worten unseres großen Meisters Midra. Hä? Was war das letzte nochmal? Das habe ich aus Versehen weggedrückt. Ach so. Das geht irgendwann automatisch weg. Das habe ich gar nicht weggedrückt. Nähert euch dem Wahnsinnig, damit ihr ihm nicht erliegt. Aha, okay. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Das ist ein Gemälde, oder? Nö. WTF? Okay. Gibt es andere Eingänge noch? Machen wir mal ein bisschen Licht, damit ich ein bisschen mehr sehe. Aber es ist ja gut, dass ich durch die Vordertür reingegangen bin, um letzte Folge die Gnade zu aktivieren. Aber ich denke fast, es gibt keinen anderen Eingang. Ja, hier ist schon mal eine Sackgasse. Warum geht die Tür da nicht auf? Also ich weiß, dass es hier einen Storyboss gibt. Also musst du da irgendwie reinkommen. Hat das was mit Wahnsinn zu tun? Muss man den Wahnsinn verfallen, damit man in diese Tür rein kann? Ja, ich werde mal gucken, ob es hier irgendwie einen anderen Eingang gibt. Oh. Ah ne, das ist so einer. Zum Glück. Nicht so einer wie aus der letzten Folge, die mich instant töten. Aber hier sind Gegner. Vielleicht bin ich dann auf der richtigen Spur. Okay, mit der Heavy Attack kriege ich die one-geschottet. Und brauche nicht zwei Hiebe. Schon mal gut zu wissen. Ja. Kein Eingang. Das heißt, die Fronttür war schon richtig. Aber der lässt mich nicht rein. Warum lässt du mich nicht rein? Vielleicht ist... Vielleicht gibt es auch irgendwo eine versteckte Wand. Ich kann mir alles vorstellen. Oder Moment. Das Gemälde ist halt sehr, sehr auffällig. Ich habe erst gedacht, es ist so ein Gemälde, was man sich angucken kann. Ich hau das mal. Aha. Hi. Okay. Kannst du da nicht raus? Doch, kannst du. Uiuiuiui. Ich hoffe, du bist ein bisschen besonders, dass du gleich nicht wieder auftauchst.
Aber schön, sympathischer Ort. Mir gefällt's hier total. So, nochmal. Der erscheint auch so komisch. Der ist bestimmt, bleibt der tot, nachdem ich ihn einmal geschrottet habe. Gibst du irgendwas? Oh. Das könnte bedeuten, dass der nicht tot bleibt. Ausgerechnete Tagebuchseite. Komm, mach dich weg. Silbernes Horn. Noch mehr böse Überraschungen? Ich warte nur, dass wieder so ein Dicker erscheint. Was? Wieso kommt aus den komischen Grabhäusern Wahnsinn? Da kann ich rein. Aha, hier liegt noch was. Eine Traube. Irgendwer castet da oben. Wahnsinn. Wer ist das? Kriege ich dich? Warte mal. Wieso kann ich dich nicht anvisieren? So, jetzt. Achso, deswegen hat er mich getroffen. Weil da irgend sowas runtergeworfen hat. Ah, shit, ich habe nicht erwischt. So, tot? Ja. Er hat irgendwas runtergeworfen und das ballert jetzt die ganze Zeit. Alles klar. Oh shit. Da ist wieder so einer. Oh shit, 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 shit. Wum, ja, wie lang möchte meine Combo sein? Ja. Heiliger Strohsack. Nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, ich schmeck nicht. Oh, da ist ein Schalter. Wofür? Ich weiß nicht, was er tut, aber es wird. Okay, er hat hier das Bücherregal verschoben. Aha, ich konnte wahrscheinlich vorher nicht, hier nicht durchlaufen. Er ist schon. Strange, ne? Du hast hier teils diese schwarzen Lappen und dann hast du diese krassen Typen. Schattenreich-Rune? Was ist mit dir los? Ich flehe dich an, aufzuhören. Ich habe ich nicht genug gelitten? Sind wir nicht Brüder, die gemeinsam stehen? Und dennoch bringt ihr mir nur Boshaftigkeit entgegen. Ich frage euch, welches Verbrechen hat der große Mitra begangen? Oh ja. Yeah. Ihr findet den anscheinend ganz toll, aber. Ich denke nicht, dass das. Warum ist das kaputt gegangen? Achso, wegen dir. Ich denke nicht, dass der so harmlos ist. Vor allem, wenn es hier so zugeht, wie es hier zugeht. So, das ist, glaube ich, ein Drop einfach von den Gegnern, die ich von unten platt gemacht habe. Wenn von Software nett wäre, hätten sie hier eine ausklappbare Leiter irgendwo hingemacht. Dass du eine Abkürzung hast und nicht den ganzen Weg nochmal machen musst, wenn ich jetzt sterben sollte, weil das passiert. Aber okay.
Oh nein. Ich ahne doch schon wieder Böses. Da ist eine Gnade und sie ist zu verführerisch, um wahr zu sein. Ich gehe erst zur Gnade hin. Bleibe bewusst links, dass da rechts nichts rauskommt. Was geht jetzt schon wieder? Also dieser Ort ist unglaublich bedrückend, aber irgendwie feiere ich ihn auch. Ich weiß nicht warum. Okay. Dann, ja, genau, das habe ich eben gesehen schon. Und hier war, glaube ich, auch was. Ja, sind Ratten drin. Zack. Geh weg. Ja, schön daneben geschlagen. So, Mami Ratti tot. Bleib hier! Wie er wegläuft. Okay, jetzt glaube ich ein bisschen tief, um runter zu springen. Weiteres Handbuch. Ich glaube aber, da unten war ich, ne? Das sieht so aus. Ja, das ist da, wo ganz am Anfang dieser Typ aufgetaucht ist. Hier unter mir ist. Genau, da ist der Geist. Dann gehen wir jetzt quasi. Ich setze mich nochmal hin. Von den Ratten habe ich ein bisschen Schaden bekommen. Gehen wir jetzt quasi in den Raum, wo die Tür zu war. Hi. Ihr seid mir lieber als diese Typen, die so viel Aua machen. Ich bleibe aber erstmal hier oben. Die Leiter muss ich ja nicht ausfahren. Ne, 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 ne. Okay. Ich gehe erstmal hier über die Regale. Und dann ist da gleich eine Tür, die ich öffnen kann. Zum Anfangsbereich. Oh, fast verbockt. So, da gibt's was. Ich wollte nicht runterfallen. So, geh weg. Verfolgt mich der andere? Ja, das war irgendwie klar. So, er hat natürlich ein bisschen Alarm gemacht, dass die anderen das hier auch mitbekommen haben. So. Dann müsste ich jetzt hier eine Tür öffnen können. So, ist das der große Midra? Oh. Was haben wir hier? Das ist in der Nähe des Gnadenpunktes. Ich bleibe erstmal hier. Ich denke, den Gemälden soll man folgen. Aber ich denke, da hinten konnte man noch drauf springen. Deswegen gehen wir den Weg hier nochmal. Und zack, genau. Und es bringt mir genau gar nichts. Ah doch, bringt mir doch was. Da gibt es noch ein Item. Oh, das war knapp. Natürlich. Wo ist der Typ? Ich habe ihn nicht gesehen. Hier hinten lag auch noch was. Irgendwo ist noch einer am Leben. Wo ist der? Der ist da oben, ne? Da. Okay, wie komme ich zu denen hin?
Das Item will ich haben. Das will ich unbedingt haben. Aber wie kommt man zu den Typen da hinten hin? Vielleicht Fake Wand irgendwo finden? Ah ne, da ist eine Tür. Kommt man bestimmt anders irgendwie hin. Denke ich mal. So. Jetzt hoffe ich, dass ich den Sprung nicht versaue. Perfekt. Und irgendwie hat er meine Aggro verloren. Deswegen hauen wir dich mal von hier weg. Ich denke, ich komme da von dem Gemäldegang, den ich aufgemacht habe, hin. Ah ne, da wird... Warum will ich da lang? Ist doch falsch. Ich bin gerade ein bisschen lost. Ich muss runter. Super. So. Ja, da komme ich hinten bestimmt bei diesen Typen, den ich abgeschossen habe, raus. Oder auch nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Schalter. Was macht der? Verschiebt ein Regal. Okay. So, dann hau ich dich mal auch easy von hier weg. Scheiße, Distanz reicht nicht. Schade. Aber von hier wird das gehen. Ja, super. Jetzt bin ich runtergefallen. Genau das sollte nicht passieren. Uiuiuiui. Eine verehrte Geisterasche droppt der. Okay. Ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, da oben war noch was. Jedenfalls sah das so aus. Ich wollte mit dem Blitz eigentlich auch nicht runterfallen. Das war ein Unfall. Ich wollte den eigentlich von oben erledigen und oben stehen bleiben, aber ich habe den Schritt zu weit nach vorne gemacht. So. Ja. Ja, hier kann man nämlich rüber. Und genau da lag was. Also den Typen in Stuhl habe ich gesehen, aber ich habe das Funkeln nicht gesehen. Komischerweise. Nanyanyas Fackel. Ein Schild. Oder so ähnlich. Löst Wahnsinn aus, okay? Alles klar. Miese Falle. Oh, wie sie sich raffiniert alle versteckt haben, ne? Oder es versucht haben. Oh, nächster Gnadenpunkt. Die sind auf immerhin sehr fair gesetzt.
So. Das ist eine Leiter, die ich treten kann. Wo ist das? Wo ist das? Da ist noch eine Leiter. Ich habe keine. Ach so, hier ist das. Hier, mein Geist ist das. Okay. Setzen wir uns mal. Ja, die kommen. Haben keine Intention daraus. Alter, was geht hier ab? Was bist du für einer? Bumm. Und bumm. Tschüss. Du hast irgendwas im Kopf. I ask you forgive me, dearest Nanaya. Wenn er die ganze Zeit passiv Wahnsinn auslöst, dann werde ich wahnsinnig. Okay. Okay, es löst nicht passiv Wahnsinn auf. Du bist super slow, oder? Du machst aber viel Schaden. Darf ich heilen? Ja? Danke. Der scheint viel HP zu haben. Aber wie gesagt, du kannst ihn damit passiv. Wie sieht das mit Heiligschaden aus? Ja, macht nicht wesentlich einen Unterschied. Aua! Hoppala. Ja, aber er ist nicht so wirklich ausweich. Das ist wieder ein Boss, wo blasphemische Klinge super ist. Weil der nicht wirklich flink ist. Was passiert? What the fuck? Okay, die Phasenwechselattacke darf mich nicht treffen. Schade.
Komm, pass ihn eine. So, ich nehme mal Anvisierung weg und versuche zu laufen. Wie soll ich das dodgen? Autsch. Nee, nee. Ja, jetzt bin ich nicht mal bis zur Phase gekommen. Shit. Mana alle. Aber das ist, glaube ich, jetzt, wo er so ruhig ist, gar nicht mal so schlecht. So. Heil dich. Wie soll man das dodgen? Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Okay. Ja, auch wenn er eingesackt ist, das ist mir jetzt gerade wichtiger. So. Wie soll man diese Attacke dodgen? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe es nicht mal überlebt. Ach, Scheiße, er kommt zu mir hin. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Oh Mann! So, weglaufen, weglaufen, weglaufen. Heilen. Ja, ja, ist gut, ist gut. Okay, 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 okay. Ja, die Schläge kommen so leicht versetzt. Das ist ein bisschen mies. Okay. Ruhephase. Ja, dieser Schlag, der kommt versetzt. Nein! Eine Sekunde, bevor ich mich heile! Ja, wieder weglaufen. Oh, diesmal hat es mich gar nicht getroffen. Oh, oh, oh. Oh, das kommt immer etwas versetzt, dieser blöde Wichser.
Jetzt steigst du hoch, ne? Ja. Okay, tschüss. Okay, abgebrochen. Dieser scheiß Wahnsinnsdreck ist Bullshit! Ja, jetzt steigst du hoch, das war wieder klar. Meine Ausdauer ist alle, das ist nicht gut. Willst du mich verarschen? Boah, diese scheiß versetzten Schläge, ne? Die regen mich so auf. Okay, abgebrochen. Lächerlich. So lächerlich. Ja, trifft mich wieder. Blöder Lappen. Ich muss schon wieder auf meine scheiß Wahnsinns... Okay, das ist gut, dass er genau in dem Moment gebrochen wird. Das ist der Try! Das ist der Try! Yeah! Du mieser Penner! Oh! Alter! Dieser scheiß Wahnsinnsanzeige! Boah! Ich habe ihn weggecheased mit blasphemischer Klinge, aber sowas von egal. Wenn der die ganze Zeit diesen Scheiß abzieht. Diese scheiß Delay-Attacks. Und dann, wenn du... Wenn die Wahnsinnanzeige voll ist, dann bist du kurz gestunt, er macht irgendwas, was folgt und du bist tot. Und die Attacke beim Phasenwechsel, ich habe das am Anfang erst gar nicht gecheckt und die ist einfach Instant-Kill. Hallo? So, was haben wir denn hier? Oh! 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 Sein Ast oder was das ist. Und denn das. Okay, das ist wieder was, wo ich duplizieren möchte. Das Schwert hole ich mir schon mal, das andere hole ich mir off-cam, Leute. Folge ist nämlich lang genug. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!